Neue Nachricht zur Lebensmittelsicherheit. Ist Gluten gesundheitsgefährdend? Gluten ist das wichtigste Speicherprotein von Weizen, Rogen, Gersten und vielen weiteren Getreidesorten. Es geliert, emulgiert, bindet Wasser und stabilisiert. Daher wird Gluten vielseitig in der Lebensmitteltechnologie als Hilfsstoff eingesetzt. Eine Unverträglichkeit gegenüber Gluten wird als Zöliakie bezeichnet. Sie ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die Darmschleimhaut durch die Aufnahme von Gluten stark geschädigt wird. Zu den typischen Symptomen zählen beispielsweise Durchfall, Anämie und Bauchschmerzen. Neueste Studien haben ergeben, dass 1,4% der gesamten Weltbevölkerung von einer Zöliakie betroffen sind. Die Behandlung der Zöliakie besteht derzeit ausschließlich aus einer lebenslang durchgeführten glutenfreien Diät. Seit einigen Jahren entscheiden sich jedoch immer mehr Menschen für eine glutenfreie Kost, obwohl sie nicht an einer Zöliakie leiden. Aber der Verzicht auf Vollkornprodukte, der mit einer glutenfreien Kost verbunden ist, könnte sogar schädlich sein. Ernährungswissenschaftler raten deshalb zu einer vollwertigen Ernährung. Information zur Lebensmittelsicherheit. Je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto gesünder kann man sein Leben gestalten. Informationsdienst für Lebensmittelsicherheit.